Herzlich willkommen bei TV Zabendaltung und danke, dass du eingeschaltet hast, ja, zu der neuen Folge vom Flohmarkt. Ja, heute, der Flohmarkt war nicht so besonders, ja, das seht ihr dann gleich. Ich werde euch jetzt anfangs mal ein paar Einblicke zeigen, vielleicht spreche ich auch was dazu, ja. Und am Ende zeige ich euch dann, was ich gefunden habe, nenne die Preise, die möglichen Verkaufspreise, nenne ich immer mit. Weil das wollt ihr ja immer. Und ja, kommentiert, teilt gerne, lasst ein Like da oder lasst ein Like da oder einen Daumen runter, ja, so wie es euch halt gefällt, ne? Und ja, ich muss noch sagen, in Videos, also auf dem Flohmarkt habe ich immer noch nicht die Kamera halten können und nebenbei geredet, was wollen sie, pipapo. Das fällt mir noch schwer, ich muss da echt was machen. Aber naja, so, jetzt viel Spaß beim Video, bis dann. So Leute, ich bin auf dem Flohmarkt. Der Flohmarkt füllt sich langsam. Hier ist noch die Schlange. Und da hinten sind die ganzen Autos, die noch rein wollen. Bin mal gespannt, was heute hier los ist. Scheint ein bisschen größer zu sein als gestern der Flohmarkt. Und ja, bis später, Friends. So Leute, und da war ich jetzt im Flohmarkt drin, also auf dem Gelände. Viele haben noch aufbauen müssen, ja. Hier in dem Stand bei dem Kollegen, da könnt ihr im Hintergrund gerade die Donald Duck Figur sehen, wie Kinder so drauf reiten können, pipapo. Ich habe später mal nach dem Preis gefragt, da wollte er 200 Euro dafür haben. Naja, die waren aber sehr, sehr marode, die Dinge. So, und dieser Kollege, den kenne ich, ja. Ich habe ein, zweimal bei ihm was gekauft und auch heute hatte ich was gekauft, ganz in die goldene Edition. Gameboy Pokémon Edition hat ich gekauft, aber im Nachhinein habe ich erst gesehen, dass die Anleitung einfach fake ist. Die Anleitung war fake und einfach neu bedruckt. Dann habe ich das ihm wieder zurückgegeben. Ja, der Kollege hat halt coole Sachen gehabt, ja, auch teure Spiele, aber die Preise von ihm waren einfach höher als eBay-Preise. Viel, viel höher als eBay-Preise. Deswegen habe ich mir diesmal da nichts geholt. Ja, und hier seht ihr meinen ersten Deal. Ende des Videos seht ihr, was ich dafür bezahlt habe. Ja, ich nehme euch jetzt mal mit ein bisschen auf den Flohmarkt. Ihr könnt mal ein bisschen hier umgucken. Hier kommt gleich ein GameCube-Spiel, eine Wii, Skylanders. Collection, keine Ahnung. Der Kollege hatte vorher ein paar Spiele, PlayStation 2 Spiele, eine GameCube. Leider verpasst er, aber einer vor mir schneller. Ja, und ich habe diesmal jetzt mal ein bisschen länger aufgenommen und dann kamen zwei, drei Kommentare. Guck mal, der nimmt auf. Guck mal, der neue Trend jetzt auf YouTube und so. Ach. Da habe ich mich so komisch gefühlt, habe gesagt, nee, ich versuche es nur kurz aufzunehmen, noch ungewohnt. Ja, gleich komme ich zu einem Stand, wo ich meinen ersten Deal gemacht hatte. Hier habe ich mir ein paar Plüschtiere angeschaut, aber da war jetzt nichts dabei von Niki oder von Steif. Auf die ich halt erstmal fixiert bin, oder Disney. Der Kollege hat hinten wieder ein paar Sachen draufgelegt. Eine PlayStation 2 kommt jetzt, wie ihr sehen könnt, ein Slim. Und ja. Das PlayStation 2 kostet Slim? Da habe ich mal geredet mit Kamera. Er sagt mir gerade auf Türkisch, ich habe gar nichts davon, ja, ohne Kabel, nimm's für 5 Euro einfach mit. Ja. Ich habe das für 4 Euro mitgenommen, aber habe es direkt am Flohmarkt wieder an jemanden verkauft, der es haben wollte, für 10 Euro. So Leute, ihr habt jetzt gerade gesehen, wie es so auf dem Flohmarkt aussah, ein paar Ausschnitte. Jetzt kommt gleich das Video, wenn ich zu Hause bin,
Das seht ihr gleich jetzt hier im Anschluss natürlich, was ich so gekauft habe, für wie viel ich es gekauft habe. Ich werde jetzt alles erstmal reinigen, sobald ich zu Hause bin. Und dann präsentiere ich es euch wie gewohnt auf dem Tisch. Der Flohmarkt war halt nicht so meins. Ich finde auch, dass ich ja, unnötig gekauft habe. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Werden wir gleich sehen. Und ja, bis dahin, euer TV Saat und Haltung. So Leute, ich bin jetzt zu Hause. Alles, was auf dem Tisch ist, habe ich sauber gemacht, gereinigt. Und jetzt nehme ich es auf und sage euch was zu den Preisen. Ja, also heute war jetzt nicht so viel, ne? Ich muss meinen schlauen Zettel holen. So, heute war leider nicht so viel und ich finde auch, dass ich nicht jetzt so die krassen Schnapper gemacht habe. Ja, aber ich bin ja nicht auf dem Flohmarkt nur um Schnapper zu machen, ja, um weiter zu verkaufen, auch für meine Sammelecke, ne? Also ich sammle ja auch und hier sind sehr viele Sachen, die ich für meine Sammlung wollte. So, wir fangen mal an mit diesem Plüschtier von diesem Panda von Niki. Er ist noch original, also mit Etikett noch, ja. Hab dafür bezahlt 1 Euro. Und ja, geht in der Regel für 5 Euro auf eBay weg. Ja. Den würde ich zum Beispiel verkaufen. Ja. Hier haben wir eine Mütze, eine Shigi-Mütze, original von Pokémon, von 2001 Nintendo, von 2016, Entschuldigung, da wo Pokémon Go Hype war, glaube ich, ne? Müsste 2016 gewesen sein, kam diese Shigi-Mütze raus. Die habe ich bekommen für 1,50 Euro. Und wenn ich die verkaufen würde auf eBay, ja, kann man mit 13 bis 15 Euro rechnen. Und ja, die würde ich auch verkaufen. Ja, die würde jetzt auch nicht zu meiner Sammlung passen, weil so jetzt Merch, ja, ist nicht so meins. Ja. Und ja, hier haben wir einmal Toy Story 3 für die PlayStation 2. Mit der Anleitung, alles dabei. Hab dafür bezahlt 4 Euro. Der wollte nicht runter. Ja, der wollte ganze Zeit 5. Ich war auf 2, bis ich die 4 Euro bekommen habe, ja, war das ein Kampf, ey. Ja, so teuer ist der Titel nicht, ne? Cover ist halt richtig sehr sauber, wie neu, ja, wenn ihr das anfassen würdet, würdet ihr es direkt merken, das ist so schön, so neu. Hab dafür bezahlt 4 Euro und auf eBay kann man damit machen 7 bis 12 Euro, aber dieses Spiel kommt in meine Sammlung, ja, Toy Story kommt in meine Sammlung, wird nicht verkauft. So, und was auch nicht verkauft wird, dieses Fußball-WM 98 ist noch original verschweißt. Warum habe ich mir das gekauft? Weil die Fußball-WM 98 war die erste WM, wo ich am Fernsehen saß und die WM mitgefiebert habe. Ja? Da war ich 10 Jahre alt und da hat man halt zum ersten Mal so eine WM gefühlt, ja, verstanden. Ja? Und wo ich das gesehen habe, habe ich den Typen gesagt, was willst du dafür haben, der 4? So, okay, nehme ich sofort. Ich habe auch nicht gehandelt, ja. Ich denke mal, 4 Euro ist ein fairer Preis für beide Parteien. Ja, das Buch geht auf eBay auch zwischen 4 und 8 Euro neu weg. Ja, also es ist kein Schnapper, aber das ist für meine Sammlung, wie gesagt. Deswegen perfekt. Das habe ich dazu geschenkt bekommen. Das war übrigens auch in der Kiste ein Zettel. Also diese Anleitung von Dragon Ball Z PlayStation. Das habe ich dazu bekommen. Auch schön. So, jetzt kommen wir zum letzten Deal. Das ist hier die Nintendo 64. Dieses Transfer-Dingsbumster-Adapter, ne, für Gameboy-Spiele. Eine Nintendo DSi. Pokémon Gold, leider ohne Cover. Einmal Crash. Bomberman für die 64. Pokémon Stadium 2 für die 64. Super Mario Bros., der Herr der Ringe, GTA und hier Ratchet 3. Das war ein Komplettverkauf, also hat er komplett verkauft, der Kollege. Und ja, super, alles in super Schuss. Also hier fehlt leider der Deckel. Ja, und das hier. Also ich sag gerade super ein Schuss, aber damit meinte ich. Nintendo DS ist ein super Schuss. Hier fehlt le leider die Klappe. Und das Ding ist ein bisschen ausgeleiert. Muss mal gucken. Ja. So. Keine Ahnung. Wenn man so macht, ist halt ein bisschen ausgeleiert. Die Kabel sind alle dabei. Original. Dieses Ding dabei.
Ja, ich habe jetzt für alles hier komplett bezahlt 160 Euro. Das war teuer, finde ich, ne? Für die Nintendo 64 würde ich in diesem Zustand 60 Euro bekommen. Ja. Für Pokémon 40 bis 45 würde ich bekommen. Für Bomberman 15 bis 20. Ach so, und das war auch noch dabei. Entschuldigung. Guitar Hero in der OVP wurde noch nicht ausgepackt. Ja, aber ist so ein 5-Euro-Dinger. 5 bis 8 Euro, 5 bis 10 Euro, mehr auch nicht. Das war noch dabei. Und diese Adapter hier, diese Transfer-Dingsbumster, ne, geht für 8 bis 13 auf eBay weg. Pokémon Gold ohne Bild, ohne dieses Cover leider nur für 20. Mit Glück 25 Euro. Ansonsten wäre es so 35 bis 40 Euro Ding oder mehr sogar. Nintendo DSi mit diesem Mario Cover, also dieses Hartplastik-Cover, keine Ahnung, ne? So 30 bis 35 Euro, schätze ich mal, wird das weggehen. Dieses Crash-Spiel 1 bis 3 Euro, keine Ahnung. Habe jetzt dafür, hab da jetzt nicht so krass recherchiert, ne? Aber ich denke mal so 1, 3 Euro, safe. Super Mario Bros., so 8 bis 12 Euro, geht das oftmals über eBay. Verkauft Artikel weg. GTA geht auch immer für 8 bis 11 Euro weg. Und ich finde, dass die PlayStation 2 Spiele momentan wieder steigen. Da müsst ihr mal ein Auge machen. Herr der Ringe, ja, so ein 3-Euro-Titel, manchmal für 5 Euro. Und Ratchet, ja, 9 Euro, 10 bis 11 Euro maximal in der Platinum-Version. Ja, das heißt, ich habe heute auf dem Flohmarkt ausgegeben 170,50 Euro. Ja. Und das habe ich ja gestern geholt. Da hatte ich nur 53 Euro oder so ausgegeben. Ja. Und hier das Dreifache. Das alles von gestern hier. Und das gestrige Video könnt ihr auch nochmal nachgucken, wer es noch nicht gemacht hat. Und von letzter Woche, das Video könnt ihr euch auch angucken, wo ich verkauft habe, ne, vor 2 Wochen. Das war viel interessanter für viele. Naja, wie gesagt, Ausgabe 170,50 Euro. Und wenn ich hier jetzt alles verkaufen würde, könnte ich circa rechnen mit 247 Euro. Das heißt, so ungefähr mit knapp 80 Euro Umsatz rechnen, ja. 80 Euro, mehr nicht. Aber das Fußballbuch werde ich behalten. Toy Story werde ich behalten. GTA werde ich behalten. Super Mario Bros. Werde ich behalten. Pokémon Gold werde ich behalten. Die N64 weiß ich jetzt noch nicht, ob ich die behalten werde, weil die nicht komplett ist. Wegen dem Deckel da überlege ich mir noch. Ja, einige Sachen werde ich halt behalten. Und DSi, ja, denke ich auch, dass ich es behalten werde. Da habe ich jetzt 3 Stück davon im Regal. Und ein 3DS habe ich da unten noch. Ich finde, die Dinger sind, ja, sind immer gut in der Sammlung. Ja, die nehmen kaum Platz ab und hast halt immer was da. Ja, ich finde die cool. Und ja, was soll ich mit 30 Euro, ja? Also ich kann das Ding für 30 Euro verkaufen und gut ist. Und ja, die goldene Edition, die verkaufe ich. Und Crash auch. Warum verkaufe ich die goldene? Ich zeige euch mal. Die ist so jetzt ungefähr 20 Euro wert. Und ich zeige euch mal jetzt von meiner Sammlung. Ja. Von meiner Sammlung, was ich da habe. Erstmal kurze. Da habe ich das hier in der OVP noch. Ja. Da ist die natürlich, hier ist meine Sammlung. Ja. So ein Teil meiner Pokémon- und Mario-Sammlung. Ja. Da sind meine ganzen DS-Sachen, zwei in OVP noch. Da habe ich so ein GameCube-Spiel, da habe ich hier noch so ein Turtles, ein alte Gameboy-Zeug halt, ne? Super Nintendo. Und hier sind die ganzen Displays, die ich habe. Ja, das ist so meine kleine Sammlung. Also das ist jetzt ein Schrank von 4, 5 Schränken. Ja, ich habe ja noch mehr. Und ja, Leute, das war's. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr ein cooles Wochenende hattet und auch
schöne Sachen geschnappt habt. Und ja, bis dahin, euer TV-Saat Unterhaltung. Ciao. Schnellste, die Frage des Tages, doch du bist der Letzte. Ich weiß, wie du bist nicht mal die Hälfte von mir wert. Du bist wie ein Nilpferd, brauchst du Bedenkzeit oder willst du weg sein? Komm auf meine Westside, Double Time, Cap 9, Motherfucker, du bist durch mein Rap bei Double Time, Massaker, Anaconda, Rap-Style, denn mein Rap reizt alle Rapper heutzutage. Serge, Motherfucker und die anderen Rapper gucken alle, wollen alle meine Rolle spielen, denn die jucken alle. Ich muss wieder rappen, weil sich immer wieder Rapper mit dem Anaconda-Rapper in Verbindung bringen. Newcomer kommen, wollen alle.